Außerdem haben wir die folgenden Sportmeldungen aus der Region für Sie. Wir starten mit einem aktuellen Ergebnis vom Nachmittag. In der ersten Handball-Bundesliga musste sich der HBW Balingen-Wallstätten bei den Eulen Ludwigshafen mit 22:27 geschlagen geben. Damit beträgt der Vorsprung auf die Pfälzer und damit auf den ersten Abstiegsplatz nur noch einen Punkt. Weiter geht's bereits am Mittwoch mit dem Heimspiel gegen die Rhein-Neckar-Löwen. Jubel in Gelb-Blau statt in Blau-Schwarz am Samstagabend in der Abhalle. Der VfL Pfullingen hat in der Aufstiegsrunde zur zweiten Bundesliga den Einzug ins Halbfinale hauchdünn verpasst. Nach dem 32:27 Sieg im Viertelfinal-Hinspiel beim HC Empor Rostock gewannen die Gäste das Rückspiel mit 32:26 und kämpfen nun in zwei weiteren Spielen um ein Ticket für die zweite Liga. Für den VfL geht eine starke Aufstiegsrunde mit 5 Siegen aus 8 Partien nun zu Ende. Zu Ende ging auch die Karriere von Marc Breckel, der nach der Partie emotional verabschiedet wurde. Einen ausführlichen Spielbericht zu diesem hochspannenden Viertelfinale sehen Sie natürlich am Montag im Sportmagazin. In der ersten Baseball-Bundesliga stand für die Tübingen Hawks das Derby gegen die Stuttgart Reds an. Im ersten Spiel in Stuttgart kassierten die Hawks eine 0:17 Niederlage. Wesentlich spannender verlief das zweite Match in Tübingen. Da siegten die Gäste am Samstag knapp mit 7:5. Und noch eine Personalie vom Basketball. Elias Waldhunen wird die Tigers Tübingen verlassen. Der finnische Nationalspieler hat beim spanischen Erstligisten Baxi Manresa für 3 Jahre unterschrieben. Der 21-Jährige kam in 23 Partien auf knapp 16 Punkte im Schnitt. Doch schon am Nachmittag vermelden die Tigers den ersten Neuzugang. Auch der kommt aus Finnland und heißt Atu Kivimäki. Der 23-Jährige kommt vom Meistersalon Vilpas Vikings und hat für 1 Jahr unterschrieben.